Wir besuchen heute die neu geschaffene, umgewidmete Liebfrauenkirche als Aufnahmestation für unsere ersten Gäste. Wir machen einen Rundgang durch den umgebauten Kirchenraum. Um einen abgeschlossenen Raum zu haben, wurde mitten in der Kirche ein Kommunikationsraum geschaffen. Ausgestattet wird er mit Fernsehen, mit Steckdosen für die Ladestation der Handys. WLAN-Empfang ist gesichert. Und in dem Raum, wo wir jetzt stehen, der wird etwas runtergekühlt. Henny, was hältst du von der Nutzung der Kirche? Ich finde es eine super Idee, diese Kirche für Flüchtlinge zu nutzen, zumal die Räumlichkeiten toll dafür geeignet sind. Dankeschön. Vor mir liegt der Plan der Stadt Goch für die Unterbringung von Asylanten in der ehemaligen Liebfrauenkirche. Ich erläutere kurz den Plan, den der Vermögensbetrieb der Stadt Goch aufgestellt hat. Links der Eingangsbereich, das ist auch in dem ehemaligen Eingangsbereich, der jetzt halten bleibt. Da kommen wir rein. Geradeaus sind neue WC-Anlagen entstanden. Rechts davon im alten Beichtzimmer ebenfalls. Dann betrete ich im Prinzip den ehemaligen Kirchraum. Auf der rechten Seite im Bereich des Kreuzganges sind 6 größere Zimmer entstanden, wo in den ersten 4 Zimmern jeweils 8 Personen untergebracht werden können. In dem hinteren Bereich sind jeweils 2 Zimmer entstanden, bei denen dann 4 Personen jeweils untergebracht werden können. Im mittleren Bereich, noch vor dem Chorraum, ein größerer Aufenthaltsraum erstellt worden, ca. 80 Quadratmeter groß. Der ist gedacht als TV-, Aufenthalt- und Essensraum. Damit, der ist auch abgeschlossen, hat ein Dach drauf, hat Türen drin, Fenster drin, damit die Schallübertragung nicht so gewaltig ist. Im großen ehemaligen Eingangsbereich, da kommt jetzt die Küche, Asylanten sich auch selbst was zu essen kochen können. Der Chorraum wird mit Drängelgittern abgesperrt, sodass dieser Bereich nicht zugänglich ist. Befürwortet ihr diese baulichen Veränderungen? Die Kirche steht jetzt seit nahezu 6 Jahren leer. Die Stadt Goch kam auf uns zu und bat uns, oder das mal zu prüfen, ob wir damit einverstanden sein könnten, dass in dieser Kirche Asylanten untergebracht werden. Im Untergeschoss haben wir es schon seit längerer Zeit und wir haben dann im Kirchenvorstand gesagt, ja, einstimmig ja, die Not der Leute ist so groß, dass wir dem zustimmen. Dadurch kam dann die Stadt auf uns zu und konnte dann auch den Geldern, die zur Verfügung waren, diese Umbauten machen. Martin Jürgen steht mir Rede und Antwort. Martin, wie war denn heute Morgen der Besuch oder heute Nachmittag der Besuch der Interessierten? Also die Idee kam erst diese Woche Montag auf, für die Öffentlichkeit die Räumlichkeiten nochmal öffentlich zu machen. Das war eine spontane Sache und wir waren eigentlich sehr erstaunt, wie groß die Nachfrage war, wie viele Leute doch gekommen sind. Dass in der kurzen Zeit so viele hier durchgegangen sind und alle mit sehr positivem Aspekt hier wieder rausgingen. Keine Tränen von ehemaligen? Tränen habe ich nicht gesehen, aber komisches Gefühl haben einige gesagt, die hier getauft wurden, die hier Kommunion gefeiert haben oder auch Hochzeit. Für die ist es natürlich hart. Nur ich denke, bevor eine Kirche leer steht und wir können mit die Kirche für Asylanten öffnen, haben wir zumindest, also vom Kirchenvorstand, ein gutes Gefühl dabei. Grundkirche ist auch für mich eine alte Heimat. Ich bin ab Mitte 46 aktiv in der katholischen Jugend gewesen, also über 10 Jahre. Und wir haben den Aufbau, die Einweihung, wir haben unten im Saal Tischtennis gespielt. Ich bin hier zur Kommunion gegangen, ich bin gefirmt worden, habe also ganz viele Erinnerungen an dieses Gebäude. Danke, Martin. Eduard, für die Grundbeheizung dieses großen Kirchenschiffes wird da die alte Heizung noch genutzt, um den Raum eventuell auf 12 Grad zu halten? Die alte Kirchenheizung wird weiterhin genutzt. Es wird ein Raumklima geschaffen, um die 10, 12 Grad, damit die Schlafräume nicht überhitzt werden. Aber eigene separate Heizungen sind in dem Aufenthaltsraum, den wir gerade gesehen haben, wo wir uns auch gleich reinbewegen werden. Der wird hochgeheizt, damit ein angenehmes Klima darin geschaffen wird.
Die Steckdosenleisten sind gedacht, dass die Bewohner hier ihre Handys laden können, um Kontakt zur Heimat zu halten. Eduard, wie viele Leute können diesen Raum gleichzeitig nutzen? Wenn wir ausreichend Stühle und Tische hier zur Verfügung haben, zwischen 50 und 60. Auf dieser Seite sind die Anschlüsse vorgesehen für die Fernseher, damit die Leute auch die Informationen haben, wie es bei uns in Deutschland aussieht. Ist hier seitens der Stadt Goch, wird hier ein Hausmeister eingesetzt? Wir wissen das nicht ganz genau, oder ich weiß es nicht ganz genau. Ich hoffe, dass zumindest eine Ansprechperson zur Verfügung ist, die hier dafür sorgt, dass alles ordnungsgemäß ablaufen kann. Könntest du dir vorstellen, dass ehemalige Aktive von den Frauen eventuell so einen Job übernehmen würden in ihrer Freizeit? Ich denke, das ist eine Sache, wenn man die Leute anspricht, kann ich mir schon vorstellen, dass es einige Leute gibt, die sich hier mit engagieren. Oh, jetzt gehen wir mal Richtung Schlafbereich. In diesen aufgeteilten Ecken werden bis zu 8 Personen untergebracht. Reine Schlafmöglichkeit. Eduard, wo haben die ihre Spinde? Das ist noch eine Sache, die werden hier drüben aufgebaut. So, Joko, jetzt gehen wir zum Küchenbereich, der auch neu eingerichtet wurde. Die Fenster sind mit Blick auf den Kirchvorplatz. Und wie viele Kochgelegenheiten wird es hier geben? Wenn ich mir die Anzahl der Abzugshauben anschaue, denke ich, dass es 2 oder 4 Herde gibt. Das kann ich als Elektriker bestätigen, wenn ich die Herdanschlussdosen sehe. Genau. Als nächstes betreten wir jetzt den Sanitärbereich, einen der beiden Sanitärbereiche. Hier befinden sich Duschen, großzügig ausgestattete Duschen und die Toiletten. Jeweils nach Geschlechtern getrennt. Der Energiespender für die Warmwasserbereitung sind elektronische Durchlauferhitzer. Waschbecken mit Kaltwasser. Von Herzen danke.